Bist du neu in der Schweiz oder hast du vor, in die Schweiz zu kommen und hier zu arbeiten und zu wohnen? Dann ist dieses Video für dich wichtig. Hallo zusammen, hier ist der Christian von easyandschulung.ch. Freut mich, bist du auch heute wieder dabei. Zuerst ein kleines Anliegen. Bitte abonniere doch diesen YouTube-Channel oder folge mir auf allen Social Media Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn, würde mich sehr freuen. Und dann noch ein kleiner Insider-Tipp: Wir haben einen Podcast, den Einfach Versichert Podcast, verfügbar auf allen Podcast-Plattformen. Einfach easyandschulung.ch angeben, abonnieren, reinhören, Rezension geben. Vielen Dank! Heute geht es ums Thema: Du bist neu in der Schweiz, du wirst in die Schweiz kommen und wirst hier arbeiten, studieren, was auch immer. Und da gibt es eigentlich etwas sehr Wichtiges, das ich dir heute mit diesem Video mitteilen möchte. Und zwar geht es ja darum, dass du dich hier obligatorisch für die Krankenkasse Grundversicherung versichern musst. Und das ist eigentlich auch zwingend, dass du dich innerhalb von 3 Monaten nach Wohnsitznahme, also Anmeldung in der Schweiz, nach dem Gesetz versichern lässt. Jetzt, was viele immer wieder vergessen, wo ich auch viele Kunden habe, die aus den Nachbarländern kommen oder aus anderen Ländern der Schweiz, vergessen, dass sie im Grundsatz 3 Monate Zeit haben. Wenn sie dann in dieser Zeit sich nicht anmelden, ist das ein sogenannter verspäteter Beitritt. Das hat folgende Konsequenzen. Also wir reden jetzt nicht von diesen 3 Monaten, wo du dich anmeldest. Dort ist es so, sagen wir so, du meldest dich jetzt am 15. an, dann entsprechend musst du die Prämie auch ab dem 15. zahlen, also dann, wenn du dich anmeldest und nicht, wenn du die Versicherung abschließt. Grundversicherung schwätze ich jetzt nur davor. Jetzt haben wir aber die Ausgangslage, diese 3 Monate sind verstrichen und du meldest dich verspätet an. Erster Ausgangspunkt, die Versicherung zählt erst oder beginnt erst mit dem Eingang des Antrages. Also nicht dem Datum, wo du dich angemeldet hast, sondern dem Antragseingang. Aber im Grundsatz, und das ist sehr wichtig, wenn du keine entschuldbare Verspätung hast, heißt entschuldbar laut Gesetz ist, wenn du einen wichtigen Grund hast, wie Krankheit, Unfall oder höhere Gewalt, auch nur im Ausnahmefall, dann musst du den sogenannten Prämienzuschlag zusätzlich zahlen. Ich muss es hier ablesen. Der Prämienzuschlag berechnet sich wie folgt. Und zwar ist es ein prozentualer Zuschlag zwischen 30 bis 50% auf die effektiv abgeschlossene Prämie während der doppelten Dauer der Verspätung. Also für die doppelte Dauer der Verspätung bis maximal 5 Jahre. Heißt also, nebst der Prämie zahlst du Prozentbetrag XY zwischen 30 bis 50% extra plus dann noch die doppelte Dauer, also das, was du verpasst hast, obendrauf. Das ist relativ happig, sehr happig sogar. Voilà. Dann noch ein weiterer Punkt: Führt die Erhebung des Zuschlags bei der versicherten Person zu einer finanziellen Notlage, so kann der Versicherer allenfalls den Zuschlag herabsetzen im Grundsatz, aber du als Person, die den Zuschlag bezahlen muss, muss entsprechend Dokumente der Notlage beilegen, sprich Arbeitsvertrag, Lohnabrechnung, Steuererklärung und so weiter und so fort, dass das auch entsprechend von der Versicherung stattgegeben wird. Wenn du soweit bist, dass die Sozialhilfe die Prämie aufkommt, wird kein Zuschlag erhoben. Ich glaube, das spricht für sich im Grundsatz, voilà. Der Prämienzuschlag wird bei der Vertragsabschluss berechnet und bleibt für die Dauer unverändert. Heißt also im Grundsatz, auch wenn du die Franchise änderst, der Prämienzuschlag bleibt. Klar zahlst du weniger, aber er bleibt genau gleich und er setzt sich eben zusammen aus diesen 2 Punkten, die ich vorher erwähnt habe im Grundsatz. Falls du jetzt denkst, ha, da kann ich ja die Grundversicherung wechseln zu einem anderen Anbieter und die vergessen das, der Zuschlag bleibt. Auch bei einem Wechsel im Grundsatz, weil der nächste Versicherer übernimmt das, was er vorgehabt hat im Grundsatz. Voilà. Das heißt, also du kannst zwar die Kasse wechseln, aber es bringt dir nicht wirklich viel, weil der Zuschlag bringt im Grundsatz.
Voilà. Also wichtig in diesem Punkt, bist du neu in der Schweiz, melde dich bitte innerhalb dieses Zeitfensters von 3 Monaten an, weil es gibt einfach keinen Zuschlag und der Versicherungsbeginn erfolgt per Datum der Anmeldung auf der Gemeinde. Voilà. Falls du es aber verpasst, nach 3 Monaten im Grundsatz, wird einfach im Grundsatz der Antrag aufgenommen ab Antragseingang. Es wird dir entsprechend den Zuschlag der Gesellschaft berechnet und dann für die doppelte Dauer, wo du es verpasst hast, also hast du es 2 Wochen verpasst, sind es dann einfach 4 Wochen, entsprechend für 5 Jahre hochgerechnet und musst das zahlen. Voilà. Hast du hierzu noch Fragen oder hast du selber auch diese Erfahrung gemacht? Dann lass uns das doch bitte wissen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen, war eine nützliche Information. Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn du feedbacken würdest, teilen würdest oder kommentieren würdest. In diesem Sinne, sei easy in schon.ch, bleib gesund, mach's gut und bis bald. Ciao.